So, wenn wir die Zahlen hier richtig sehen, dann sollten jetzt 45 Personen hier im Raum sein. Ich sehe leider nur zwei, so wie Sie hoffentlich auch, nämlich Hartmut von Berg und mich selbst. Den Referenten haben wir noch ein bisschen versteckt, den sehen Sie aber gleich auch. Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar. Das war die Club Technologie Region Karlsruhe, heute zum Thema Predictive Analytics. Und bevor wir richtig einsteigen und Sie hoffentlich jetzt auch Bild und Ton haben, weil Sie Ton nicht haben sollten, liegt es in der Regel an Einstellungen auf Ihrem PC. Da können wir leider von hier aus nichts machen. Ich hoffe aber einfach mal, dass alle 48 mittlerweile, die da sind, mich hören können und hoffentlich auch verstehen. Ganz kurz zum allgemeinen Ablauf des Webinars. Wir gestalten das natürlich auch etwas anders, angepasst Format. Sie werden gleich eine allgemeine Einführung nochmal bekommen zu der Oberfläche. Der ein oder andere mag das Go-to-Webinar-Tool, mit dem wir hier arbeiten, vielleicht noch nicht kennen. Da wird Hartmut gleich ein paar Sätze noch dazu sagen. Wir haben auch eine Aufzeichnung gestartet. Das heißt, das gesamte Webinar steht anschließend auch nochmal als Videoaufzeichnung zur Verfügung, wird Ihnen als Teilnehmer dann auch zur Verfügung gestellt. Ja, von den Teilnehmern her, den Sie hier sehen oder den Sie hier noch sehen, der Hartmut, der ist wahrscheinlich einigen von Ihnen schon bekannt, die in den letzten Veranstaltungen, die wir bei LogMeIn auf dem Schlachthofgelände in Karlsruhe schon hatten, hat freundlicherweise sozusagen auch heute wieder die Gastgeberrolle, nicht durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten, sondern durch die Bereitstellung der Plattform, mit der wir da arbeiten, zum Webinar, die nämlich ein Produkt des Unternehmens ist, das er hier vertritt. Dann haben wir noch im Moment noch nicht sichtbar unseren Referenten, den Peter Gentsch, den werden Sie auch gleich sehen. Sie haben es sicherlich in der Einladung schon in seiner Vita gelesen. Er ist sicherlich ein ausgewiesener Experte unter anderem zu dem Thema KI, Analytics. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird sicherlich ein sehr lebendiger Vortrag werden, wenn vielleicht das Format hier nicht ganz so persönlich ist, wie wenn wir uns alle in einem Raum treffen. Aber da freue ich mich jetzt schon drauf, ihn zu hören. Die eine Anmerkung noch zu den Fragen, das wird Hartmut auch gleich nochmal erläutern, wie das funktioniert. Wir haben alle Teilnehmer, was Bild und Ton übertragen, ihrer Kamera, ihrer Mikrofone angeht, stumm bzw. nicht sichtbar geschaltet. Das wird auch so während der Veranstaltung bleiben, damit es einfach hier alles ein bisschen übersichtlicher ist. Hartmut wird Ihnen gleich zeigen, wie Sie aber trotzdem Ihre Anmerkungen fragenlos werden können, sodass Sie natürlich auch wie bei einer regulären Veranstaltung die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wir werden auch im Rahmen des Vortrags zwischendurch mal einen kurzen Break machen, um vielleicht bis dahin schon aufgekommene Fragen beantworten zu können. Und dann natürlich auch am Ende des Vortrags, wie üblich, auch nochmal einen Zeitslot haben, um Fragen zu beantworten. So. Und dann möchte ich auch gar nicht weiter hier mit Vorreden Sie aufhalten und würde jetzt an den Hartmut übergeben, der gerne nochmal ein Satz zu sich und LogMeIn sagen kann und Ihnen dann auch nochmal erläutert, wie Sie mit der Oberfläche umgehen können. Bitte schön, Hartmut. Vielen Dank, Matthias. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Das ist jetzt die dritte oder vierte Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Marketing Club machen. Matthias hat schon gesagt, normalerweise in unseren Räumen. Das ist immer ein richtig tolles Event. Dieses Mal haben wir uns aufgrund der Lage entschieden, das mal über einen Podcast, über ein Webinar zu machen. Produkt aus unserem Haus. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, es funktioniert alles. Genau, und dann schauen wir uns doch gleich mal an, wie das ganze Webinar funktioniert und wie wir heute die Fragen reingeben. Hoffentlich kommen viele interessante Fragen an den Peter Gentsch. Und das geht so. Bitte Fragen während des Webinars im Fragenfenster. Und im Nachgang schicken wir auch eine Aufzeichnung da noch rum. Dann kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Und die Fragen eingeben funktioniert wie folgt. In dem Panel, das wir haben, gibt es dieses Fragefenster. Da kann ich eine Frage eingeben. Und um das Ganze mal kurz anzutesten, dass das jeder auch machen kann und befunden hat, würde ich einfach mal bitten, die Frage, von wo aus sind Sie heute zugeschaltet, zu beantworten und die Antworten einfach einzugeben.
Jawohl, und da sehe ich schon aus Neureuth, aus Saarbrücken. Ganz viele Antworten. Karlsruhe, Glauchau, Steinmauern. Okay, das sieht so aus, wie wenn die Technik funktioniert. Verstanden hat mich auch jeder. Ton scheint auch zu klappen. Dann sind wir eigentlich schon soweit. Wir machen weiter und ich übergebe an den Peter Gentsch, der uns durch das heutige Thema führen wird. Das dauert jetzt noch eine kleine Sekunde. Und dann haben wir ihn auch gleich online. Your stage, Peter. So, ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Viele virtuelle Grüße in den digitalen Raum. Erstmal vielen Dank an Matthias und Hartmut für die Einführung und dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir trotz Corona diese Veranstaltung stattfinden lassen können. Thema Predictive Analytics ist kein neues Thema. Da reden wir schon eine ganze Weile drüber. Ist vielleicht auch so ein Urbedürfnis von uns Menschen, die Zukunft vorhersehen zu wollen. Und das ganze Thema ist auch so ein bisschen gehypt, ich sag mal böse, von Agenturen, Beratungen, Softwareanbietern. Das ist so ein bisschen Magic, ich drücke auf den Knopf und dann habe ich die Vorhersage. Das Thema ist kein einfaches, aber ein extrem spannendes Thema. Es ist viel möglich und genau das würde ich gerne in den nächsten 30 Minuten vorstellen und dann hoffentlich auch mit Ihnen diskutieren. Das Thema wird gerade von zwei Dimensionen stark befeuert. Das eine ist das Thema KI für künstliche Intelligenz. Also können wir mit neuen Verfahren noch bessere Predictions, Prognosen machen, als wir das vielleicht vor einiger Zeit machen konnten? Und natürlich Corona treibt das Thema. Hätten wir nicht vorhersehen können, dass eine Pandemie stattfindet, können wir nicht den Verlauf jetzt prognostizieren mit modernen Verfahren der KI? Auch auf das Thema werde ich eingehen. Und ich glaube, dass wir momentan in Deutschland so einen kleinen Crashkurs im Bereich Digitalisierung erfahren. Ich habe das hier auf LinkedIn gefunden. Muss ich einmal noch klicken, genau. Und da war die Frage, was treibt eigentlich die digitale Transformation? Und ist es der CEO, der CTO? Bei manchen ist es auch der CDO, der Chief Digital Officer. Und beim Augenzwinkern ist es Covid-19. Und ich habe einige Kollegen, die jetzt auch, sage ich mal, die Digitalisierung für sich entdeckt haben. Ja, das sind Kollegen, die sagten, naja, so mit Zoom, GoToWebinar, diesen ganzen habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt. Und auf einmal haben die richtig Spaß dran. Das heißt, sie machen jetzt ihre Vorlesungen mit großer Begeisterung. Ich kenne Ärzte, die über WhatsApp Messenger heute Beratung anbieten. Also ich glaube, wir erleben, wenn die Zeit auch noch so schwer ist, vielleicht einen gewissen Push im Bereich Digitalisierung, hoffentlich nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Ich möchte mit dem Klassiker von Predictive Analytics beginnen. Im Database Marketing und Data Mining gibt es ja so den Klassiker, wer Windeln kauft, kauft auch Bier bei Walmart. Das ist so ein Running Gag, der schon seit Jahren durch die Data Mining-Szene geht. Und der Klassiker eigentlich im Bereich Predictive Analytics ist aus dem Jahre 2012. Eine Teenager-Tochter hat irgendwie Werbung bekommen für schwangere Frau. Der Vater war entsetzt, rennt in den Store, beschwert sich beim Filialleiter und sagt, wie könnt ihr meiner Tochter sowas schicken? Wollt ihr sie animieren, schwanger zu werden? Und die Frau war natürlich schwanger und aufgrund des Kaufverhaltens konnte der Retailer eben das predikten. Heute, 2020, gehen wir einen Schritt weiter. Heute wissen Systeme, dass die Frau schwanger ist, bevor es der Arzt weiß oder die Frau selber weiß. Und das ist eine neue Qualität, die vielleicht auch, man redet hier häufig von der Creepy Line, auf der einen Seite begeistert, ne, was solches Thema vorhersagen können, auf der anderen Seite gibt es ja kaum was Intimeres und Privateres als eine Schwangerschaft. Will ich, dass das ein System das vorhersieht? Ganz wichtig, bevor wir zu den tollen Beispielen kommen und Prognoseverfahren, so banal es klingt, es steht und fällt mit Daten. Und da gibt es ja diesen viel zitierten Spruch, Data is the new oil. Öl ist immer ein bisschen schmutzig und Data is the new bacon fand ich klasse. Das ist ein Zitat vom CEO von Microsoft. Wir werden sehen, ohne Daten keine Prognose. Und das klingt, ich weiß, banal, ich will es immer wieder betonen, weil die Daten das A und O sind für eine saubere Prediction. Nur eine kleine Zeitreise mal im Bereich Marketing, CRM. Was versuchen wir eigentlich im Marketing? Wir versuchen, eine gute Customer Experience zu liefern. Das hat die Tante Emma auch schon vor vielen Jahren gemacht. Hier haben wir eine männliche Tante Emma. One-to-one mit hoher Customer Experience. Dann kamen die Zeiten Economies of Scale, Economies of Scope, Massenproduktion. Ne? Henry Ford, die können jede Farbe haben am Auto, solange es schwarz ist. Da ging es eher um Effizienzvorteile. Zulasten der Customer Experience. Dann kam das Zeitalter von CRM.
One-to-Many, One-to-Some, also die Idee, mit Kundensegmenten zu arbeiten. Und jetzt ist das Leistungsversprechen dank KI und Big Data, habe ich sozusagen die Tante Emma at Scale. Ich kann eine höhere Customer Experience generieren, als das vor vielen, vielen Jahren möglich war. Das ist das Leistungsversprechen. Jetzt müssen wir gucken, gelingt uns das wirklich in der Art und Weise. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen das Thema Cambridge Analytica mitbekommen. Da wurde eine Methode eingesetzt namens Ocean, eine sehr, sehr starke Methode, um psychografisch Kunden, potenzielle Wähler zu profilieren. Also keine einfache soziodemografische Profilierung, Alter, Geschlecht, sondern wirklich, wie tickt der Kunde eigentlich? Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Leider ist die Methode in Verruf gekommen, weil eben Facebook Daten fusioniert hat mit Befragungsdaten, hat Predictions gemacht und hat dann eben Wahlwerbung ausgespielt, ohne die so kenntlich zu machen. Das war sicherlich nicht okay. Nichtsdestotrotz ist die Methode extrem leistungsstark. Kann man auch kostenlos im Internet mal durchgehen, die Fragen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, wow, das trifft nicht zu, sondern diese Methode kann sehr gut meine Psychografie lesen. Und das ist jetzt ein Beispiel, was ich hier sehe, was ich mit wenigen Facebook-Likes machen kann. Von Cambridge veröffentlicht. Das heißt, wenn ich gerade mal 8 Likes habe über Sie, dann weiß ich so viel wie der Arbeitskollege. Wenn ich zwischen 60 und 70 Likes habe, dann weiß ich so viel wie Ihre Freunde und Kollegen. Und jetzt wird es spooky. Wenn ich mehr als 300 Likes von Ihnen habe, dann weiß ich mehr über Sie, als Sie selber bis selber wissen. Mit dem Beispiel auch, ne? Die Schwangere weiß es erst etwas später, das System hat das schon längst predicted. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass wir nicht nur Facebook-Likes haben, aber allein mit Facebook-Likes kann ich schon einiges aussagen, sondern wir haben natürlich auch zunehmend Mobile-Geräte im Einsatz, denn jeder von Ihnen hat sie im Einsatz. Sie werden es kaum glauben, das neue iPhone hat bis zu 60 Sensoren, also Geschwindigkeit, wie bewege ich mich, die Temperatur, die Helligkeit. Also ich habe ganz, ganz viele Informationen, die ich nutzen kann, um Predictions zu machen. Wenn ich heute mit Siri spreche, kann eine KI herausfinden, ob ich morgen krank werde. Einfach, wie sich die Stimmbänder verändern. Ganz Nuancen kann eine KI rauslesen. Jetzt wieder die Creepy Line. Auf der einen Seite ist doch toll, wenn ein Predictive System erkennt, dass ich morgen krank bin, weil ich kann vielleicht eine Prävention noch vornehmen. Auf der anderen Seite wieder ein bisschen spooky. Naja gut, ein Pharmaunternehmen könnte jetzt seine Medikamente gut positionieren und mir diese anbieten. Also das ist immer so, das sind immer so die zwei Seiten. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Facebook-Likes und wir haben nicht nur Mobiles, sondern wir haben natürlich auch zunehmend Wearables. Wir haben zunehmend Devices, die smart werden im Sinne von vernetzt, automatisiert und mit KI ausgestattet. In Las Vegas auf der CES wurde jetzt die erste Zahnbürste vorgestellt mit Alexa. Sie kennen Echo, die Hardware, Alexa ist sozusagen die Software. Und jetzt werden Sie sich fragen, macht das Sinn, mit einer Zahnbürste zu reden? Da muss es mir schon sehr schlecht gehen. Insbesondere beim Zähneputzen ist die Kommunikation nicht so einfach. Die Idee ist natürlich eine ganz andere. Alexa im Sinne von Predictive Maintenance, was wir aus dem Industrie 4.0-Bereich kennen, erkennt, dass die Zahnbürste vielleicht aufgebraucht ist und bestellt eine neue. Oder erkennt, ich bewege die Zahnbürste falsch und hilft mir, das Ganze zu korrigieren. Und das ist insofern spannend. Wir reden hier schon von dem posthumanen Marketing, klingt fürchterlich, weiß ich, weil zunehmend Geräteentscheidungen treffen werden. Wir machen Marketing seit wahnsinnig vielen Jahren, ob digital, analog, klassisch. Eigentlich versuchen wir immer, den Entscheidungsträger, eine Person, einen Menschen zu überzeugen. Wir werden zunehmend Devices haben, die Entscheidungen treffen. Und damit verändern sich natürlich auch ein bisschen die Spielregeln des Marketing. Und es sind natürlich nicht nur Zahnbürsten, sondern Las Vegas war jetzt auch im Bereich Sextech, was ja im frühen USA nicht ganz so leicht war. Der erste Vibrator, der mit Alexa ausgestattet wurde. Die Creepy Line muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Das heißt, sämtliche Devices, auch vielleicht meine Hose, mein Gürtel, wird irgendwann sagen, pass mal auf, den nächsten Big Mac lieber nicht, verträgst du jetzt gerade so nicht. Ganz spannende Phase, wo wir zunehmend Datenpunkte haben. Ich denke nochmal an das Thema Wearables, ich denke an das Thema Mobile, ich denke an das Thema Social Media Daten. Wenn wir über Predictive Analytics und Marketing gesprochen haben, haben wir häufig in CRM-Systemen geguckt, können wir den Customer Lifetime prognostizieren aufgrund historischer Daten im CRM. Kann man machen. Spannender ist es aber noch, wenn ich sogenannte New Data, so neu sind die natürlich nicht, aber Daten von Sensoren, vom Mobile, von Social Media nehme. Und das ist eigentlich die eigentliche Macht, die wir heute haben, dass wir viel mehr Datenpunkte haben für das Thema Prediction, als wir das noch vor einigen Jahren hatten. So, jetzt werden einige sagen, das ist mir ein bisschen B2C-lastig. Was ist denn eigentlich mit B2B? Zum einen ist, glaube ich, jeder entscheidungsfähige Unternehmen auch ein Mensch. Insofern trifft das, was ich eben gesagt habe, auch auf
Entscheidungsträger im Unternehmen zu oder Fachbereichsleiter, wer auch immer, Mitarbeiter. Sie können heute, und das Beispiel werde ich Ihnen gleich zeigen, ich habe hier mal das Datenuniversum aufgezeichnet, Sie können heute Open Source mäßig 10.000 Datenpunkte von Unternehmen crawlen. Welche Technologie setzen die ein? Was machen die auf Social Media? Was steht auf der Webseite? Das heißt, ohne dass ich ein Unternehmen befrage oder besuche, kann ich allein digital von außen eine ganz, ganz feine digitale DNA der Company bilden. Und diese Daten kann ich jetzt eine Lead Prediction nehmen oder in eine Prediction, wie verändern sich Märkte, wie verändert sich die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Das heißt, auch hier habe ich zunehmend mehr Datenpunkte. Natürlich, Thema Industrie 4.0, denken Sie nur an die ganzen Sensorenmaschinen, die auch immer mehr Datenpunkte liefern. So, also ganz wichtiges Learning steht und fällt mit den Daten. Und jetzt komme ich in den Bereich, warum wir hoffentlich uns heute auch getroffen haben, virtuell. Wie nutze ich jetzt Daten, um Predictions zu machen? Und bei dem Beispiel möchte ich auch gleich dieses nebulöse Wort KI nochmal erklären. Und es ist ein sehr, sehr bekanntes Beispiel und ich glaube, dass einige von Ihnen es in der Presse mitbekommen haben. Trotzdem möchte ich es nochmal zeigen, weil es eine ganz, ganz tolle Implikation hat für unser Thema. Kasparov wurde 1996 von der KI geschlagen, von IBM. So. Dann hat jemand gesagt, naja, Schach ist ja irgendwie noch kalkulierbar. Wenn eine KI wirklich mal den Weltmeister in Go schlagen könnte, dann können wir wirklich von der künstlichen Intelligenz reden. Warum? Das hat was mit Intuition zu tun, mit Kreativität, mit strategischem Denken. All das, was so eine komische Maschine eben nicht kann. So, es war dann eben 2016, das Ganze wurde hervorragend inszeniert. Es kam zu dem Aufeinandertreffen von AlphaGo DeepMind, der KI-Software, die natürlich längst von Google akquiriert wurde, und Lee Sedol, den Weltmeister im Go aus Korea. Man muss dazu wissen, der Mann hat noch nie ein Spiel verloren. Dieses Spiel ist eigentlich relativ einfach. Sie haben nur schwarze und weiße Dinger, die hin und her ziehen können, auf so einem Brettspiel. Ja, also an sich würde man sagen, nicht so spektakulär. Der Lösungsraum ist aber mega komplex. Das heißt, es gibt mehr Kombinationen zu spielen, als es Atome weltweit gibt. Also eine brutale Komplexität. Das Ganze kann man sich auf einem Video angucken, was man bei Netflix war. Inzwischen nicht mehr, wer sich das angucken will, Corona-Zeiten und Netflix vielleicht alles schon durch hat. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video sich anzugucken. Das ist die perfekte Inszenierung Mensch-Maschine. Sie sehen hier, Lee Sedol geht vor die Presse siegessicher. Er hat noch nie verloren. Erstes Spiel, er verliert es. Zweites Spiel, er verliert es. Drittes Spiel, er verliert es. Er geht wie ein Häufchen Elend vor die Presse, entschuldigt sich bei seinem Volk für kein Versagen. Er sagt aber auch einen spannenden Satz. Es war beautiful und es war creative, was das Ding da gemacht hat. Also wir verstehen häufig immer KI nur so als, das ist eine Maschine, die kann automatisieren. Maschinen werden zunehmend kreativ. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, wie ich finde. Das vierte Spiel, wer gewinnt es? Lee Sedol. Man sieht richtig, wie die Menschheit wieder aufatmet. Ja, wir können doch noch die Maschine schlagen. Zwei, drei Nebensätze hierzu noch. Wer hat es erfunden? Bricola, die Schweizer. Nein, eine schweiz-deutsche Forschungskooperation. Wer kapitalisiert es? Google hat das Ganze gekauft. Symptomatisch eine MP3 des Größen. Also wir haben extrem gute KI-Researcher, wir haben extrem gute Methoden und Forscher, tun uns so ein bisschen schwer mit der KI vielleicht entsprechend Geld zu machen. Aber ich finde es einfach ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist methodisch dahinter, da ist so ein Reinforcement Learning dahinter. Und das System hat 9 Millionen Mal gegen sich selber gespielt im Sinne von Trial and Error. Jetzt stellen Sie jetzt bitte Marketing vor, Sie würden 9 Millionen Mailings raushauen, Sie würden 9 Millionen Outbound-Calls machen, um zu verstehen, ob der Kunde das gut findet. Also es ist immer noch eine Laborsituation, es ist immer noch ein bisschen mechanisch das Ganze, aber trotzdem ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel, dass die Maschine den perfekten Zug vorhersieht. Und es gab einen Move, den werde ich nie vergessen im Film, wo die ganzen Experten sich die Hände über den Kopf geschüttelt haben und gesagt, das kann doch nicht sein, der Move ist doch fatal, der ist schlecht. Genau das war eigentlich der Königsmove, das Spiel zu gewinnen, weil er hat eben prognostiziert und predicted, welche Kombinationen werden sich daraus ergeben. So, jetzt gucke ich hier schon eine ganze Weile in eine Kamera und einen großen Monitor und sehe auch nicht, ob Sie mit den Augen rollen oder schon weggeschlafen sind, was ich nicht hoffe. Darum fängt schon mal ruhig an der Stelle die Frage an Sie. Gibt es vielleicht schon Anmerkungen, gibt es schon Unklarheiten, die ich jetzt schon klären kann. Ich würde nämlich dann im Folgenden nochmal auf das Thema, kann ich Viren, wie sich verbreiten, prognostizieren und natürlich dann auf das Hauptthema eingehen, wie kann ich es im Marketing nutzen, im Sales nutzen, im CRM nutzen. Da
glaube, das ist für Sie natürlich auch am spannendsten. Insofern, in den offenen digitalen Raum gibt es erste Anmerkungen, Fragen. Ich habe auch Hart und Matthias, ihr seid ja die Chefs des Chats. Vielleicht habt ihr da ja auch schon was, was ich aufnehmen kann. Genau, also hier nochmal die Aufforderung an die Audience. Bitte die Fragen im Fragenfenster eingeben. Und hier kommen auch schon so die erste rein, und zwar eine: Wenn Daten, insbesondere viele Daten, so wichtig sind, wie verhält sich das mit dem Datenschutz? Ich würde sagen, natürlich eine typisch deutsche Frage, aber natürlich absolut berechtigt. Ja. GDPR, DSGVO ist ein Riesenthema. Und das Brutale ist, dass die im krassen Widerspruch eigentlich zu einer KI im Predictive Analytics steht. Warum? Die DSGVO sagt, Datensparsamkeit, ganz schlecht für KI. Datentransparenz. Keiner kann Ihnen erklären, wie AlphaGo DeepMind den LiseDoll geschlagen hat. Das ist eine Blackbox. Das kann man schwer reproduzieren. Das sind nicht irgendwelche schönen Entscheidungsräume. Und die Datenfolgeabschätzung, also sprich, welche Folgen hat es, wenn Daten eine Entscheidung treffen, muss ich vorher verstehen, transparent machen, kann ich auch nicht machen. Das heißt, wir haben einen brutalen Widerspruch zwischen der Potenziale von KI und Predictive Analytics und dem Datenschutz. Jetzt können wir sagen, es können wir eigentlich aufhören und im Garten gehen, die Sonne genießen, was vielleicht einige auch schon hoffentlich machen im Notebook. Nein, es gibt natürlich auch Ansätze. Also wir können natürlich Daten anonymisieren. Wir können Daten synthetisch erzeugen. Ja? Also künstliche Daten, die natürlich datenschutzkonform sind. Wir können immer den Weg permission-based das zu machen. Also den Kunden mit reinholen. Also wenn ich einen Mehrwert habe für eine Prediction, bin ich vielleicht bereit, meine Daten preiszugeben. Aber ganz offen, es ist eine der größten Herausforderungen, das Ganze datenschutzkonform hinzubekommen. Und das Schlimme ist ja, die Herausforderung ist, dass wenn Sie sich angucken, AlphaGo DeepMind, Tencent, Alibaba, Baidu hat sensationelle Predictive-Systeme. Und ganz ehrlich, wie wir alle wissen, die nehmen den Datenschutz nicht ganz so ernst. Das heißt, wenn ich heute bei Amazon einkaufe oder heute bei Alibaba, dann nutze ich schon ein Predictive-System, was vielleicht mit einem Wertesystem gespeist wird, mit dem wir nicht d'accord sind. Ich kann KI und Datenschutz schwer regional einen globalen Markt regulieren. Genau das versuchen wir gerade. Also leider nur die Antwort, es ist schwierig. Es gibt Möglichkeiten im Sinne Anonymisierung, synthetische Daten, permission-based das Ganze zu machen. Das sind erste Ansätze, aber da werden wir jetzt auch in den nächsten Jahren konsequent dran arbeiten müssen. Okay, danke. Nächste Frage. Wir haben noch zwei, drei Fragen hier, Peter, wenn du noch die Zeit nimmst. Von Markus Siegel, Move 37. Was ist aus Ihrer Sicht das Kreative dabei? Kreativ, weil kein Mensch drauf kam. Ja, also einmal muss man natürlich sagen, per Definition ist Kreativität an uns Menschen festgemacht. Wir haben morgens in der Dusche eine tolle Idee. Ne? Das ist irgendwas Irrationales, Emotionales, das kann man gar nicht erklären. Das heißt, der Rechner gibt uns eine Illusion der Kreativität. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt die erste KI, die Bilder malt. Ja. Letztendlich cruncht die riesen Datenmengen, spielt viel durch und gibt uns die Illusion, kreativ zu sein, weil die ganz viele Kombinationen durchspielt. Warum war der Move so kreativ? Weil kein Mensch ihn je gespielt hat. Im Gegenteil, man hat ihn für nicht sinnvoll erachtet. Weil die ganzen Spieler, so gut sie sind, immer in ihrer mentalen Box waren, immer gelernt haben, so zu spielen. Eine KI hat keine Agenda. Eine KI probiert Dinge einfach aus, an die wir Menschen nicht denken. Im Sinne von Kreativlösung. Aber ganz klar nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es eine menschliche Kreativität. Wenn Sie so wollen, ist eine Pseudo-Kreativität. Die KI gibt uns die Illusion, kreativ zu sein. Ich glaube, das muss man ein Stück weit erleiden. Okay, dann noch eine Frage von Stefan Sechsel zum Thema Siri. Das Thema mit Siri, Stimmbändern und Krankheiten. Ist das eine theoretische Möglichkeit oder wird das wirklich analysiert? Eine reale, praktische. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie eingesetzt wird. Ich hoffe es nicht, weil die Leute das sehr transparent geschehen. Also das finde ich im ganzen Bereich KI, Chatbots oder wenn ich solche Lösungen einsetze, muss ich es gleich dem Kunden kommunizieren. Das Ganze ist wissenschaftlich seriös durchgeführt worden. Kann ich gerne im Nachgang noch mehr zu sagen oder auch Informationen schicken. Wenn ich Trainingsmengen eben habe von Leuten, die gesund sind, die krank sind, und dann kann ich eben mit solchen Mustererkennungen sehr, sehr schwache frühe Signale erkennen. Das funktioniert und die Frage ist, wird das heute schon eingesetzt? Da würde ich sagen, nein, nicht offiziell,
nicht klar dokumentiert und transparent. Problem ist immer, wir wissen ja alle nicht, was wirklich wo im Hintergrund läuft, auch vielleicht in anderen Ländern, die nochmal den Datenschutz vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber das ist technisch, methodisch heute schon durchgeführt worden. Zum Thema Methoden die letzte Frage. Gibt es eine Methodenübersicht? Frage kam von Thomas Basch. Sehr, sehr gute Frage. Es gibt eine Vielzahl von Methoden. Also ich denke, was gerade meistens im KI-Bereich momentan diskutiert wird, ist dieses Thema Deep Learning. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Als ich promoviert habe in den 90er Jahren, habe ich auch mit neuronalen Netzen gearbeitet. Ein Input-Layer, ein Output-Layer, ein Zwischen-Layer. Heute haben wir hunderte von Zwischen-Layer. Das heißt, wir haben dieses Deep Learning. Die Methode ist nicht neu, neuronales Netz, sie skaliert nur besser, sie ist deutlich performanter. Also Deep Learning ist sicherlich eine Sache. Dann habe ich das Reinforcement Learning angesprochen. Das Witzige ist an der Sache, ich war lange im Data Mining Cup in der Jury und da war der Wettbewerb auch in dem Bereich Predictive Analytics. Und interessanterweise waren es nicht immer die fancy neuen Algorithmen, sondern wir hatten auch, sage ich mal, den guten alten Entscheidungsbaum, Random Forest, wenn Ihnen das was sagt. Also ganz robuste, klassische Verfahren. Denn meistens war die Kunst, die Daten richtig zu modellieren, neue Daten zu finden, neue Datenkombinationen, die dann in die Maschine zu geben. Aber es gibt eine Übersicht und jetzt würde ich fast ein bisschen Werbung machen wollen, aber das Buch im Nachhinein würde ich auch gerne so zur Verfügung stellen, digital zumindest. Ich habe diverse Bücher geschrieben, eins auch in dem Bereich im KI-Marketing, habe da mal eine Methodenübersicht gemacht. Habe ich bewusst hier rausgenommen, weil ich gesagt habe, das ist vielleicht ein bisschen für den frühen oder späten Abend etwas zu methodisch. Ich wollte es ein bisschen lockerer machen, aber ich würde es gerne im Nachgang teilen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, wirklich so weitgehend vollständig das Methodenspektrum der KI im Bereich Predictive, aber auch darüber hinaus darzustellen. Gut, dann würde ich jetzt mal erstmal vielen Dank auch für die Fragen. Ich hoffe, ich konnte die hinreichend beantworten. Wir haben am Ende noch mal ein bisschen Chance, glaube ich, für eine Diskussion. Jetzt könnte ich doch die Frage stellen, wenn die Systeme heute schon so gut sind, also dieses DeepMind, kann ein ganz komplexes Brettspiel besser spielen als wir Menschen? Warum gelingt uns dann eigentlich nicht, ein Virus vorherzusagen und die Implikation dieses Virus, wie verbreitet er sich? Ganz wichtiger Punkt, wir sind hier immer noch in einer Laborsituation. Wir haben ein Brettspiel, wir haben da weiße und schwarze Steine und wir können gewisse Moves machen. Und das verändert sich auch nicht, wenn es einen Terroranschlag gibt, wenn es eine Finanzkrise gibt oder wenn ein Virus ausbricht. Das ist in dem Sinne eine Laborsituation. Wir leben aber als Menschen nicht in einer Laborsituation, sondern es passieren ganz viele Sachen, die wir nicht vorhersehen. Und natürlich, jetzt komme ich auf das Beispiel natürlich Corona. Kann man das vorhersagen? Was sind eigentlich die Prognosen? Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Ich werde jetzt nicht erschrecken. Dieses Beispiel ist ein relativ frühes Beispiel, wurde veröffentlicht und kommt zu einer Prediction, dass wir 2,5 Milliarden Todesfälle haben werden. Das ist, nein, ich muss korrigieren, 2,5 Milliarden Infektionen und 53 Millionen Todesfälle. Das sind natürlich Zahlen, die uns jetzt alle erschrecken lassen. Jetzt kann man sagen, Gottes Willen, das kann ja nicht sein. Das scheint ja nicht zu funktionieren. Viele sagen auch, naja, Bias-Daten, die sind verzerrt, Garbage in, Garbage out. Die Daten sind nicht verzerrt und Modelle sind nicht verzerrt. Was man hier gemacht hat, man hat einfach aus der Historie, aus der jungen Historie von Covid-19 prognostiziert, wenn es denn jetzt so weitergeht weltweit, was passiert denn dann? Das wird nicht modelliert, dass wir Social Distancing machen, dass wir vielleicht eine Maske tragen, dass wir irgendwann einen Impfstoff haben, dass wir Intensivstationen haben, die sehr, sehr viel leisten. Das heißt, ein ganzes komplexe Kontextfeld, was sich verändert, ist hier auch nicht abgebildet, sondern Ceteris Paribus. Ich predikte das in die Zukunft weiter. Und das ist immer wieder der Punkt. Wenn ich natürlich eine stabile Historie habe, die sich immer wiederholt, dann kann ich das machen. Genauso bei den Aktienkursen, ganz ehrlich. Ich lache immer und schmunze, wenn mir Leute ein Tool andrehen wollen, Predictive Analytics, ich kann die Aktienkurse sagen. Dieser Mensch würde nie im Leben dieses Tool verkaufen, weil er hat eine Gelddruckmaschine und würde damit Geld drucken. Warum? Wir haben so viel Daten im Finanzmarkt und trotzdem schaffen wir es nicht, eine saubere Aktienprognose zu machen, weil wir in einer komplexen Welt leben. Ganz spannend in dem Corona-Beispiel ist, es gibt eine Firma aus Australien, Plodot, die hat sehr, sehr früh solche Systeme eingesetzt, Pandemieerkennung. Und jetzt gehen die Meinungen auseinander. Ich habe ein bisschen Research gemacht. Einige sagen 9 Tage vor der WHO, andere sagen 4 Tage vor der WHO, hat man eben Corona und die Implikationen erkannt und predicted. Und das Spannende ist, dass auch wieder hier New Data das Entscheidende war. Jetzt sind die nicht so neue Daten, im Sinne von klassischen
sage ich mal, Krankheitsdaten hat man eben auch in Blogs und Foren geguckt. Man hat die Gesundheitswahrung sich angeguckt. Das heißt, es ist nicht der Algorithmus, sondern es ist einfach die Datenbasis. Und wenn die Datenbasis nicht die Realität repräsentiert und ich permanent nachmodelliere, was macht die Politik? Was macht das Gesundheitswesen? Das sind ja Informationen, die das Modell verändern. Man hat auch sehr schön predikten können, wie sich der Virus jetzt verbreitet, indem man zum Beispiel Daten von Fluggesellschaften bekommen hat. Oder in Deutschland haben wir ja von der Telekom anonymisiert die Telekommunikationsdaten genommen und können sehr gut predikten, wie das Ganze passiert. Und ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfreund von Datenschutz und auch von Opt-in. Ich frage mich heute nicht die Diskussion mit der App. Ja, mit Sicherheit haben die Diskussion mitbekommen. Für mich ist ein klarer Fall, in solchen Situationen, in denen wir uns heute befinden, ist das für mich ein Opt-out-Thema. Das heißt, defaultmäßig muss ja jeder mithelfen, Daten liefern, damit wir eben besser Corona in den Griff kriegen. Und wenn es einer per Tu nicht will, dann macht er den Opt-out. Aber nochmal, sind Daten wichtig? Und viele Kritiker sagen jetzt, warum setzen wir solche Systeme nicht systematischer ein, dann hätten wir eben früher reagiert. Aber nochmal, es ist wahnsinnig schwierig und erinnern sich bitte nur dran, in der ersten Märzverordnung haben alle Top-Virologen, die jetzt von morgen bis abends im Fernsehen sehen, noch gesagt, für Deutschland kein Problem. Das Ding ist nicht so, das ist irgendwas Asiatisches, das ist gar nicht so wild. So. Wir wissen alle, was 4 Wochen später war. Also Sie sehen, wie schwer es ist, in einer immer komplexeren, globaleren Welt saubere Predictions zu machen. Weil wir eben nicht das Brettspiel haben, sondern wir haben die reale Welt, die deutlich komplexer ist. So, jetzt werden Sie sagen, ich dachte, ich kriege mal jetzt eine halbe Stunde ohne Corona was. Und jetzt haben wir das auch noch gestreift. Aber ich denke, die aktuelle Situation erfordert es ein Stück weit. Jetzt reden wir aber eher über Marketing, wir reden über Service und Sales. Die Frage vielleicht, die Sie sich stellen, kann ich denn Kunden vorhersagen? Was ist denn mein nächster Kunde? Und wir haben das Projekt gemacht zusammen mit Ströck vor 3, 4 Jahren. Vielleicht kennen einige von Ihnen das Thema Facebook Audience. Das heißt, ich kann in Facebook Zielgruppen finden über sogenannte Lookalike Audiences, statistische Zwillinge. Das ist ein uraltes Phänomen, sage ich mal, im analytischen Marketing, eben ähnliche Kunden zu finden. Das ist gar nicht so neu. Das Spannende war jetzt zu sagen, können wir nicht die ähnlichen Kunden im gesamten Internet finden? Also nicht nur auf Facebook, nicht nur auf LinkedIn, sondern in Xing. Da haben wir ein Projekt gemacht, haben auch ein System entwickelt und wir müssen jetzt so vorstellen, die geben praktisch ihren idealen Kunden dem System vor. Also sie können praktisch ihre A-Kunden hochladen und sie beschreiben ihren A-Kunden und sagen, klone mir den doch bitte mal den A-Kunden, von dem hätte ich gerne mehr. Und dann ergänzt das System den Datensatz, also das Unternehmen, mit 10.000 Datenpunkten aus dem Internet. Erinnert sich bitte nochmal an mein Datenuniversum am Anfang. Das sind diese 10.000 Datenpunkte, die ich heute crawlen kann mit modernen Verfahren. Und dann kriegt jede dieser Firma eine digitale DNA. Und jetzt kommt maschinelles Lernen. Jetzt predikte ich, welcher Kunde wird wahrscheinlich bei dir kaufen. Das heißt, ich finde sogenannte Lookalike Audiences, liefer dem Vertriebler auch die Kontaktdaten. Ich sage ihm auch vielleicht, der ist eher klassisch, nicht so digital, vielleicht eher ein Mailing, Callcenter, der ist eher Social, versucht den auf Facebook, LinkedIn anzugehen. Dann lernt dieses System, hat das funktioniert oder nicht, und dann wird es zunehmend besser. So. Das heißt, die Grundidee ist nicht neu, nur dass wir heute einen riesigen Datenraum haben. Wir haben in Deutschland 5,4 Millionen Unternehmen, ca. 3,2 Millionen Wirtschaftsaktive. Und dieses System kann automatisch eben jetzt Lookalike Audience finden. Und häufig ist man immer in einer Branche zu Hause, in einer Domäne, aber dann nochmal, die KI hat die Domäne nicht. Die KI guckt auch über Branchengrenzen hinweg und findet vielleicht neue Märkte, neue Kunden, an die sie noch gar nicht gedacht haben. Aufgrund einer Ähnlichkeit zu ihren jetzigen Kunden können die für sie interessant sein. Ich kann nur sagen, lernen System. Ich weiß, am Anfang waren die Ergebnisse gar nicht so doll. Dann hat das System gewisse Sachen gelernt, Response-Daten, und wurde zunehmend besser. Also ich kann heute KI einsetzen, um Leads zu generieren. Und jetzt fragen viele, ersetze ich damit den Vertriebsmitarbeiter? Nein. Ich sage immer, man muss Angst haben vor, nicht vor der KI, man muss Angst haben vor einem Mitarbeiter, der mit KI arbeitet, weil er macht jetzt einen besseren Job. Meine Lieblingsdefinition von AI ist nicht Artificial Intelligence, sondern Augmented Intelligence. Wie schaffe ich es, Mensch und Maschine optimal zu verknüpfen? Es gibt Sachen, die kann der Computer besser, es gibt Sachen, die kann der Mensch besser. Ich weiß nicht, wer von Ihnen es lustig findet, Leads zu generieren, zu priorisieren, zu profilieren. Ich glaube, das viel Spannendere ist, diesen Lead zu konvertieren in Kunden. Und das kann die Menschen auch besser. Das heißt, der Rechner nimmt uns wertvolle Zeit weg. Nein, sorry, schenkt sie uns natürlich. Er nimmt uns Arbeit weg, er schenkt uns Zeit. Damit wir eben für die eigentlichen wertschöpfenden Tätigkeiten
nämlich empathischen Vertrieb zu machen, mehr Zeit haben. Man kann mit den gleichen Daten auch was Spannendes machen, bitte nicht erschrecken, sieht es statistisch aus. Man kann diese Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, nicht nur zu nehmen, um eine Lead Prediction zu machen, man kann auch vorhersagen, wie wird sich die Bonität einer Firma verändern, wie wird sich die wirtschaftliche Situation einer Firma verändern. Und natürlich machen das klassischerweise Ratingagenturen, ich gucke mir dann Geschäftsberichte an, Bilanzen, immer so eine Ex-Post-Betrachtung. Wenn Sie aber zusätzlich diese neuen Daten, Social-Daten, News-Daten, Webseiten-Daten nehmen, dann kriegen Sie nochmal eine neue Erklärungskraft. Sie sehen oben praktisch, bei dem, wiefern Sie mit dem Gini-Koeffizienten vertraut sind, so ein Gütekriterium, wie gut ist die Prediction. Dann sehe ich, wenn ich nur Bilanzdaten nehme, bin ich auch schon gut. Wenn ich jetzt aber noch Handelsregisterdaten nehme, Bilanzdaten und New Data, ja, 10.000 Datenpunkte, dann kriege ich nochmal eine andere Erklärungskraft. Und gerade denken Sie bitte an Startup-Unternehmen, da haben Sie noch gar nicht so viele historische Daten. Aber Sie haben die New Data, das heißt, Sie können auch für neue Firmen sehr, sehr gut Prognosen erstellen. Sie sehen unten diesen Kuchenkreis, Birch, das sind die New Data. Und Sie sehen, für die Erklärung der Solvenz von Firmen sind diese digitalen Datenpunkte wichtiger, diskriminierender als die klassischen Bilanzdaten oder Handelsregisterdaten. Kannst du mal rein, also was wird der Kunde denn gerne kaufen wollen? Das ist ja auch einer der Klassiker. Denken Sie bitte nochmal an die Frau ist schwanger. Das ist natürlich so ein wesentlicher Meilenstein im Leben einer Frau. Ähnlich natürlich auch, wenn Leute heiraten. So hat ja der gute Schober eigentlich angefangen, dass er die Standesämter gegangen ist, hat geguckt, wer heiratet. Und hat dann gesagt, wenn ich die Treffen habe, den kann ich ja dann ganz bestimmte Sachen verkaufen. Jetzt muss ich nicht in die Standesämter gehen, sondern ich bin ja immer schon mehr connected zu meinem Konsumenten. Das ist hier nochmal die Erweiterung, ich sag mal, von der Zahnbürste, die smarter wird, das Auto wird smarter, der Kühlschrank wird immer smarter. Und Sie kennen vielleicht den Dash-Button bei Amazon. Das heißt, Sie haben keinen Waschpulver mehr, Sie haben kein Druckerpapier mehr. Dann können Sie auf diesen Dash-Button drücken und dann wird eben nachbestellt. Das ist nicht wirklich convenient. Ein DRS-System, ein Direct Replenishment System von Amazon, was in Deutschland noch nicht erlaubt ist, erkennt vorher im Sinne von Predictive, oh, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt irgendwas, ich bestelle mal nach. Und das hat natürlich jetzt schon Implikationen im Sinne von Conversational Commerce, dass zunehmend diese Systeme Kaufentscheidungen treffen. Da bin ich wieder beim Thema posthumane Marketing. Ich muss am Ende des Tages diese Maschinen überzeugen, dass die das richtige Produkt kaufen. Man hat vor einem Jahr Testkäufe gemacht in den USA mit Amazon Alexa und hat gesagt, kauf mal Batterien. Das hat natürlich Amazon Alexa gemacht. Interessanterweise waren das aber nicht besonders günstige Batterien und nicht Batterien, die eine gute Bewertung hatten, sondern es war das Private Label Brand Basics von Amazon, nach dem Motto, warum soll ich die Marge abgeben? Das erklärt auch, warum so viele Firmen eine Google Home Assistant, wir haben Siri, wir haben Amazon Alexa, so viel Geld reinstecken, um an die Schnittstelle des Kunden zu kommen. Denn wenn ich die Schnittstelle des Kunden habe, dann kann ich ihm auch viel besser Sachen anbieten, ich kenne ihn besser. Das heißt, was wir gerade erleben, ist eine Monopolisierung, Zentralisierung der Kundenschnittstelle durch solche Smart Speaker. Stichwort posthumanes Marketing. Und wenn ich natürlich vorhersehen kann, Schwangerschaftsbeispiel passt bei mir jetzt nicht so, aber irgendwie, pass mal auf, der Gensch, der hat doch, will bestimmt irgendwie morgen was kaufen. Ich kriege die Empfehlung vom System, dann habe ich natürlich eine begeisternde Erwartung, weil ich sage, wow, dann habe ich gar nicht gedacht, das passt ja. Das heißt, das Next Best Offer, das System weiß, was ich morgen werden will, ist natürlich sensationell und gutes Marketing und Commerce zu machen. Noch einen Schritt weiter. Wir können Predictive Analytics nehmen, nicht nur um Insights zu generieren, sondern wir können auch Content herstellen. Sie kennen das vielleicht vom Handy, wenn Sie was tippen, dann kommt auch eine Prediction. Das nächste Wort, der nächste Buchstabe wird predicted. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich bin nicht so firm mit Games of Thrones, Sie kennen das vielleicht. Irgendwie das vierte Buch wollte der Autor Martin nicht schreiben und da hat die Community gesagt, gar kein Problem. Wir nehmen die ersten drei Bücher, packen es in eine Predictive Engine und die Maschine sagt die Story voraus. Also, wenn Sie so wollen, Predictive Content. Und Sie können das im Internet nachlesen, dieses vierte Buch. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Ausschnitte gemacht, ist in Englisch. Das ist auch ein Thema, was wir noch diskutieren können. Die Englische Sprache ist ein bisschen leichter. Das heißt, kein Mensch hat das geschrieben, sondern die Maschine macht eine Prediction, wie die Story weitergeht. Und ich habe das mal meinen Studenten gegeben, die haben das dann durchgelesen, die war ein bisschen firm mit der
mit dem Format. Und dann werde ich nie vergessen, sagt er, das kann doch gar nicht sein, der ist doch schon längst gestorben in viel früherer Zeit. Das hat die Maschine dann eben nicht so verstanden oder wieder entstehen lassen, diesen Charakter. Aber es ist schon erstaunlich, wie ich mit Content Prediction Content automatisch herstellen kann. Noch einen Schritt weiter geht Netflix, die erstellen Trailer mit KI. Jetzt können Sie sagen, was hat mit Predictive zu tun? Naja, die gucken sich die Audience an, die gucken sich die Präferenzen der Audience an, das Verhalten der Audience. Und sie predikten den Trailer in der Form, dass sie die Conversion erhöhen. Das heißt, einer von ihnen mag gerne schnelle Autos, dann fährt halt in dem Movie ein schnelles Auto im Trailer. Der eine mag vielleicht Seenlandschaft, dann kommt im Trailer eher eine Seenlandschaft, sofern es natürlich Bestandteil des Filmes ist. Das heißt, wir predikten Content in der Gestalt, dass die Audience es wahrscheinlich gerne sehen wird. Also wenn Sie wollen, den Performance-Marketing-Gedanken der Conversion-Optimierung in die Prediction eingebaut. Das heißt, wenn Sie, und da gehe ich von aus, sehr viel Netflix in letzter Zeit geschaut haben, während der Corona-Zeit, dann sind die Trailer, die Sie vielleicht angeguckt haben, weitgehend personalisiert auf Ihre Person. Und das hat kein Mensch gemacht, sondern das hat eine KI gemacht. Gleicher Film, andere Teaserbilder, andere Trailer. So, die Frage ist ja immer, das war ja noch ein kleiner Ausschnitt. Ich habe auch dem harten Matthias versprechen müssen, dass ich nicht groß überziehe, aber schweren Herzen noch einige Folien streichen müssen, die Sie natürlich dann gerne im Nachgang in voller Länge sich auch mal ansehen können. Die Frage ist ja wirklich häufig, oh Gott, wie mache ich das denn alles? Ja? Die erste Sache, die immer kommt, ich habe doch gar nicht einen Data Scientist, der das alles machen kann. Ja? Otto hat jetzt mal 100 Data Scientists eingestellt, das kann sich nicht jeder leisten. Es gibt, und das würde den Rahmen sprechen, möchte ich nur an der Stelle sagen, es gibt jede Menge methodische Unterstützung. Ich habe zum Beispiel nicht nur eine Methodenübersicht gemacht, sondern eine Use Case Übersicht gemacht. Ich habe gesagt, wo kann ich KI, Marketing, Sales und Service einsetzen? Was sind Use Cases? Und da muss jeder von Ihnen die Use Cases klassifizieren im Sinne von, kann ich machen, habe ich die Daten, okay, ist für mich wichtig. Und dann fange ich mit den Use Cases an, die für mich wichtig sind, die ich umsetzen kann. Also einfach nicht ein bisschen an dieses Thema anklatschen. Es gibt so ein Reifegradmodell der KI, man kann ja mal gucken, wie gehen denn andere Firmen mit dem Thema KI und Predictive Analytics um. Vielleicht gibt es da ein paar Ideen, die kennen vielleicht die Design Thinking Methode, die kann ich auch auf das Thema KI und Daten übertragen. Also, was ich damit nur sagen will, es gibt methodische Ansätze. Die Tools sind da. Als ich Mitte der 90er Jahre promoviert habe, waren die sehr, sehr teuer, sehr kryptisch, sehr schwer zu bedienen. Ich glaube, heute das leistungsfähigste KI-Framework, was wir in der Welt haben, ist Google TensorFlow, Open Source. Ja, da brauchen Leute, die es bedienen können. Aber oft ist es auch eine Ausrede, finde ich, zu sagen, wir haben die Daten, nicht Datenschutz und so weiter. Oft fehlt auch ein bisschen der Mut, es einfach mal auszuprobieren. So, jetzt komme ich nochmal zu meiner Prediction. Wie geht es eigentlich weiter im Bereich Marketing, Analytics, Web, KI? Jetzt gucke ich mal in die Glaskugel, das habe ich aber ohne KI gemacht. Und möchte ein bisschen auf die Reise gehen. Einmal habe ich hier noch eine Statistik, die ich ganz spannend finde. Natürlich wird das Thema KI nicht nur Implikationen haben auf Methoden, auf Applikationen, sondern natürlich auch auf Jobs. Ist ja auch ein aktuelles Thema in der Corona-Zeit. Und das sieht jetzt wild aus, aber es ist ganz einfach auf der linken Seite. Sehen Sie Leute, die safe sind. Der rechten Seite sind eher Berufe, die eher gefährdet sind. Also wenn Sie jetzt den Credit Analyst da sehen, natürlich ist er gefährdet. Ich habe Ihnen gezeigt, dass ich heute mit KI ein sehr gutes Credit Scoring kriege. Da brauche ich keine Menschen mehr. Dieser Beruf ist natürlich gefährdet. Auf der anderen Seite gibt es Executives. Ja. Es gibt Chirurgen, Ärzte, die scheinen sicher zu sein. Das sehen wir jetzt auch wieder derzeit, wie wichtig sie sind. Wo ich mir nicht ganz so sicher bin, ganz offen ist bei den Anwälten. Es gibt heute extrem gute Legal Tech Produkte, die zumindest, sage ich mal, einen Großteil der Anwaltsarbeit heute schon übernehmen. Also auch da wird was passieren. Und ja, je weiter oben Sie sind, die gute Nachricht oben links, dann sind Sie, haben Sie einen sicheren Job und viel Kohle. Weiter unten, da steht der Lehrer, ja, auch safe, aber eben nicht ganz so gut bezahlt. Ich habe mir mal ein paar Profile rausgesucht, das ist kein Witz, das sind reale Job-Descriptions, nach den Leuten wird gesucht. Also wenn Sie vielleicht die Corona-Zeit nutzen wollen, um sich neu zu orientieren, das wäre neue Berufsbilder. Den VHS-Kurs dazu habe ich noch nicht gefunden, aber der kommt vielleicht auch. Ich komme zu meiner letzten Folie, dass wir noch ein bisschen Zeit für Diskussion haben. Ganz kurze Zeitreise. Web 1.0, ich sag mal,
2000, es ging los mit dem Internet, muss ich nicht erklären, war Web 1.0, haben wir das Ganze genannt. Dann kam sehr stark diese Phase des Mobile Web, ne, Mobile First. Es kam das Thema IoT auf, Augmented Reality, natürlich die Welle Social Media. Wir haben von der App Economy gesprochen, ne, das Thema der Apps. Und heute sind wir in der Phase, sicherlich sehr stark KI geprägt, Conversational Web Messaging Systeme. Das muss nicht immer voice-basiert sein, das kann über Messenger sein, oder das können über Systeme sein, die zunehmend autonom Entscheidungen treffen. Und die Frage ist, wo geht es jetzt eigentlich hin? Und da gibt es die Singularität, die sogenannte Superintelligenz. Und jetzt wird es so ein bisschen spooky, wo geht die Reise hin? Das, was ich Ihnen heute gezeigt habe, war alles eine schwache Intelligenz. Man redet hier von einer Narrow KI. Eine General Intelligence hat das Niveau von uns Menschen. Ja, die kann nämlich abstrahieren, resonieren, reflektieren, das kann ja heute eine KI gar nicht. Und wenn wir jetzt verschiedene General Intelligence miteinander verknüpfen, dann haben wir die Superintelligenz. Und das ist genau der Punkt, wo Arnold Schwarzenegger ins Zimmer kommt. Da wirkt der Science Fiction Kram. Und mit dem will ich mich jetzt gar nicht beschäftigen. Ich habe mir immer den Spaß gemacht und habe mir Prognosen angeguckt von einem Hawkins, von einem Bill Gates, die gesagt haben, naja, natürlich Elon Musk allen voran. Wie lange dauert es eigentlich, bis wir die Superintelligenz haben, wo wir Menschen eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben? Und das arithmetische Mittel sind 25 Jahre. Also sagen wir mal 2045 haben wir vielleicht die Superintelligenz. Ich glaube aber, wir müssen gar nicht so weit gehen, weil heute haben wir auch schon eine AI, eine KI, die mächtig ist und die eine Blackbox darstellt. Das heißt, wenn ich bei Airbnb ein Hotel oder eine Unterkunft angezeigt kriege, wenn das wieder mal geht, dann entscheidet ein Algorithmus. Das nächste Tinder-Date entscheidet ein Algorithmus. Das, was ich auf Facebook angezeigt kriege, entscheidet ein Algorithmus. Was ich bei Google sehe, entscheidet ein Algorithmus. Wir wissen alle nicht, warum er diese Entscheidung macht. Das heißt, die Frage ist, welcher Blackbox wollen wir eigentlich zukünftig vertrauen? Da muss ich gar nicht von Singularität reden. Das habe ich heute schon. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache, was ist eigentlich die Zielfunktion einer Gesellschaft? Klingt das Wissen hochtrabend. Wenn ich KI bei selbstfahrenden Autos anwende, ist klar, ich will von A nach B fahren, möglichst sicher und effizient. Was ist aber die Zielfunktion einer Gesellschaft? Die Gesellschaft, die ich kenne, ist eigentlich ganz klar auf Gewinnmaximierung, Shareholder Value Maximierung. Und wenn wir diesem Rational folgen, dann werden wir natürlich zunehmend KI einsetzen. Und zwar bis hin zur Singularität, bis zur Superintelligenz. Eine KI wird nie krank, hat keine Gewerkschaft, arbeitet 24/7. Also insofern ist das durchaus ein Thema, was mit Werten zu tun hat und in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Kommen wir wirklich jetzt zum Finale. Es gibt eigentlich zwei Linien. Ich weiß, jetzt vielleicht weiter das Thema Predictive Analytics hinaus. Es gibt eigentlich zwei Linien, die KI weiterentwickeln. Die KI wird in der Tat überlegen sein den Menschen. Da gibt es die Option, dass sie sagt, naja, ganz nett, die Menschen, die lassen mal leben, genau wie wir Menschen die Ameisen leben lassen. Oder die KI sagt, wir müssen diesen Evolutionsfehler Mensch eliminieren, weil der ist ja irgendwie irrational. Ich hoffe nicht, dass das der Weg ist. Und der andere Weg ist, der viel bessere Weg ist, das Thema Augmented Intelligence, dass wir KI nutzen, um noch mehr Leistung zu bringen, innovativer zu sein, kreativer zu sein, also eben nicht substitutiv, sondern eher ergänzend. Und das kann natürlich so weit gehen, wie das der Elon Musk mit seiner Neuralink macht, mit seiner Firma, dass man eben versucht, die KI nicht nur smart ins Handy zu kriegen, sondern ins Hirn, in den Body rein, sozusagen als Denkverstärker. Jetzt werden Sie sagen, oh Gott, das fehlt ja arg visionär. Der arbeitet mit Hochdruck dran und ich würde Elon Musk sehr ernst nehmen. Wenn es nicht so viele medizinische Restriktionen gäbe, glaube ich, hätten einige schon eine KI im Kopf implementiert und implantiert. Das sind so ein bisschen die Auswege. Ich weiß, das war jetzt durchaus mal ein bisschen visionär, aber ich denke, das kann man an einem frühen Abend auch mal machen. Es ist grausam, keine Gesichter zu sehen, keine Reaktion zu bekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen ja, einmal informieren, vielleicht auch ein bisschen motivieren, das Thema anzugehen. Es war oberflächlich, in so einer kurzen Zeit kann man nicht in die Tiefe gehen. Ich wollte Sie auch nicht langweilen mit Statistik. Habe ein bisschen was in dem Bereich gemacht, share gerne meine Informationen. Verstehen Sie das bitte jetzt nicht als eine Werbeveranstaltung, meine Bücher zu kaufen. Die meisten davon sind ohne kostenlos im Internet downloadbar. Wenn Sie Fragen haben, ich habe mir mal mitgenommen, Methodenüberblick, das reiche ich gerne nach, ich reiche gerne die Use Cases nach. Ansonsten hoffe ich noch, Hartmut und Matthias, dass ihr jede Menge spannende Fragen habt und dass wir trotz der fortgeschrittenen Zeit und den sonnigen Temperaturen jetzt noch ein bisschen Diskussion haben. An der Stelle schon mal herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, Peter,
Super, also erstmal vielen Dank auch von meiner Seite. Wenn ich eins jetzt mitgenommen habe, dann das, dass 45 Minuten, die du genial gut eingehalten hast übrigens, Faktor, ich weiß nicht, wie viele zu kurz sind, um das Thema überhaupt einigermaßen zu reißen, aber ich finde, du hast für mich eine schöne Story erzählt, ja, wo wir heute stehen, wo wir herkommen und wo es vielleicht auch hingehen könnte. Auch sowas gehört ja zu so einem Abend dazu, auch mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ich habe mir gestern gerade mal wieder Matrix angeschaut, da bin ich natürlich schwer daran erinnert, dass du mir gerade aufgelegt hast. Da hat es ja schon zumindest mal im Film funktioniert. Also von daher erstmal ganz herzlichen Dank, vor allem, weil ich dich ja auch kenne, wenn du im Realleben deine Vorträge hältst, mich sagen, Respekt, du hast es auch für mich hier in dem Format super geschafft, da ein bisschen Leben reinzubringen, lebendig rüberzubringen. Ja, gut, jetzt schaue ich noch mal in Richtung Hartmut, weil ich sehe nämlich den Fragenblock nicht. Hartmut, haben wir denn noch Fragen aus der Runde? Der Peter, ja, das hat ganz... Genau, wir haben welche, das hat ganz gut funktioniert nach der ersten Runde. Es kamen auch zwischendrin schon ein paar. Einmal noch eine Frage zu dem ersten Block, nachdem wir das erste Mal angehalten haben zum Thema Datenschutzrichtlinien. Und die Frage ist, werden alle, die sich an die Datenschutzrichtlinien halten, dann immer im Nachteil sein zu den anderen? Ich fürchte ja. Das ist ein Riesendilemma. Das ist ein Riesendilemma, weil auf der einen Seite, nochmal, Datenschutz ist wichtig. Wir kriegen das jetzt mit bei dem Thema auch Messenger in der Zeit. WhatsApp gilt als nicht ganz so sicher wie andere. Ich habe es an der Hochschule mitbekommen, hat lange gedauert, bis wir irgendwie eine Videokonferenz einsetzen durften, weil Thema Datenschutz. Ich nehme das ernst. Ich glaube, nur am Ende des Tages entscheidet ein Kunde. Und ganz ehrlich, fragen wir uns selber mal, wie wichtig ist in dem Moment das Thema Datenschutz? Als die Datenschutzgrundverordnung rauskam, hat Facebook sich nochmal ganz locker die Gesichtserkennung genehmigen lassen von uns allen. Das heißt, alle, die wir Facebook nutzen, haben die Permission gegeben für die Gesichtserkennung bei Facebook. Wo ich sage, wow, das ist aber creepy line, vielleicht ganz weit rechts. Das heißt, wenn Convenience da ist, wenn Marktmacht da ist, gucken sich die Zahlen an von der GAFA-World, Google, Amazon, Facebook, Apple, dann können die meiner Meinung nach das Thema Datenschutz ein Stück overrulen. Einfach durch die Macht der Convenience, der Audience, der Mengen, die das nutzen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir daran und zwingen ja auch zunehmend Unternehmen, die Datenschutzrichtlinien einzuhalten. Ich glaube aber nicht, wenn ich die Frage mal zuspitzen darf, dass ich sage, wenn ich ein datenschutzkonformes Produkt baue, dass ich per se im Vorteil bin, dass das Selling-Argument ist. Das ist ein Hygienefaktor, aber ich glaube, wenn zart auf hart kommt und ein Konsument entscheidet, dann ist der am Ende des Tages eben nicht ganz so konsequent. Insofern eine schwierige Frage, weil eigentlich natürlich schade ist, dass die Firmen, die den Datenschutz ernst nehmen, dafür geschweige nicht belohnt werden, sondern noch einen Nachteil haben. Jetzt versuchen wir ja in Deutschland regionaler zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie die KI-Agenda kennen, Digitalrat der Bundesregierung. Wir sagen jetzt, wir sind gut made in Germany, KI made in Germany. Deutsche Cloud, deutscher Datenschutz. Aber nochmal, wenn dann eine Amazon um die Ecke kommt und ein Alibaba und liefert zu guten Preisen, mit guten Produkten, mit guten Empfehlungen. Sag ich dann als Konsument, nein, ich kaufe lieber bei dem teuren, der nicht ganz so bequem ist, der ist datenschutzkonform. Also ein Riesenproblem. Die versuchen in Deutschland auch internetmäßig, ne, irgendwie, sage ich mal, irgendwelche Profilierungsmechaniken datenschutzsicher zu machen, die E-Privacy-Norm, mit der wir noch kämpfen. Das sieht nicht erfolgsversprechend aus. Und in einem globalen Markt, würde ich sagen, werde ich zum Teil abgestraft. Damit will ich keinen animieren, Datenschutz nicht ernst zu nehmen. Wir müssen das Spagat hinkriegen, Convenience zu schaffen, Reichweite zu schaffen und das noch datenschutzkonform. Das ist ein Riesenspagat. Und es wird schwer werden, aus Deutschland heraus, ich sag mal, eine GAFA-Welt zum Datenschutz zu erziehen. Klar, es gibt auch Bemühungen und auch da werden ja zunehmend Gesetze eingehalten, aber ich sehe das als eine Riesenherausforderung. Und eher als ein Wettbewerbsnachteil. Und das ist ja eigentlich die Ironie der Geschichte. Wir haben ja GDPR eingeführt als ein Wettbewerbsschutz europäischer Unternehmen. Ne? Das Problem war nur, dass die Großen und die GAFAs viel besser darauf vorbereitet waren und viel weniger Probleme hatte von der Audience, von der Kundenseite. Das heißt, die sind gestärkt hinausgegangen. Und kleinere Firmen, selbst eine Firma in dem Bereich gegründet, wie Sie auch sehen, Data Labs, die Technologie hat die Firma Schober übernommen. Also wir waren mit Sicherheit einer Verlierer, obwohl wir den Datenschutz sehr ernst genommen haben. Also
Es ist ein extrem schwieriges Thema. Es ist ambivalent, es ist ein Spagat. Ich kann nur sagen, allein sich darauf auszurufen, auf dieses Made in Germany datenschutzkonform, damit werde ich die Schlacht nicht gewinnen. Okay, nächste Frage. Eine grundlegende Frage zum Thema Daten. Wie lässt sich die Qualität von Daten messen? Also hochwertige Daten von weniger hochwertigen Daten unterscheiden, damit bessere Vorhersagen getroffen werden können? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir diskutieren ja häufig, ne, wenn ich Garbage in, Garbage out oder ich habe Bias-Daten. Ich bringe mal das schöne Beispiel, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was ist Bias. Die alle arbeiten mit Google. Wenn Sie jetzt bei Google mal eingehen, Sie können es mal machen, das ist in jeder Stadt, nicht Bundesland anders, Auto können. Frauen können, dann kommt ein Autocomplete, eine Prediction, eine Vervollständigung, nicht Autofahren. So, also ich distanziere mich natürlich davon, jede Statistik sagt auch was anderes. Was ist passiert? Google macht nichts anderes, als der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Das heißt, in den Weiten des digitalen Raumes gibt es wohl mehr Content, der davon ausgeht, dass Frauen schlechter Auto fahren. Sind die jetzt biased, die Daten, weil sie falsch sind? Nein, es sind die Daten, die wir da haben. Und der Algorithmus lernt die. Jetzt kann man sagen, was das für Show ist bei Google, dass die solche Algorithmen haben. Der Algorithmus ist nicht biased. Wenn wir als Gesellschaft diese Daten liefern, dann habe ich diesen Bias. Also insofern muss man aber vorsichtig sein, also selbst wenn sie nicht künstlich schlecht sind, einfach originär sind sie eben vielleicht verzerrt. Und wer kann sich jetzt anmaßen zu sagen, die Daten sind falsch oder die Daten sind richtig? Aber es gibt natürlich, das war jetzt ein bisschen allgemeiner beantwortet, ein bisschen provokanter, wir haben natürlich Methodiken, Qualitätssicherungen zu machen. Wir können Cross-Validierung machen. Wir können mit Samples arbeiten und die validieren. Das Problem ist, dass das nicht immanent in unseren Prozessen ist. Es gibt das CRISP-Modell im Data Mining, Pre-Processing, Evaluierung. Aber eigentlich muss ich einen dedizierten Teil in jede Softwareentwicklung heute reinpacken, Quality Assurance hinsichtlich der Daten. Also, sind sie biased? Kann ich testen. Ich kann sie durch Sample Cross-Validierung überprüfen. Also es geht schon, Datenqualität sicherzustellen. Die Frage ist, ist es immanenter Bestandteil einer KI-Softwareentwicklung eines jeden Projektes? Und insofern die gute Nachricht, es gibt sehr wohl, was das Thema Qualitätssicherung angeht von Daten, Validierung von Daten, gute Möglichkeiten. Wir müssen natürlich auch entsprechend konsequent durchsetzen und leben. Das andere Problem, was ich angesprochen habe, ist ja nicht ein wirklich Qualitätsproblem im Sinne Validierung der Daten, sondern eher, wer kann sich eigentlich erlauben zu sagen, ne, gerade im Internet, Thema Fake News, was ist jetzt richtig und was nicht, ja, was ist jetzt wirklich statistisch biased und was ist einfach nur vielleicht aus unserer subjektiven Brille biased. Das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Okay, das ist die... Die Liste ist jetzt durch an Fragen, die wir momentan vorliegen haben. Ich denke, wir haben auch von der Zeit her eine Punktlandung. Deshalb gebe ich dann zurück an den Matthias. Genau. Danke, Hartmut, und danke schön natürlich auch, Peter. Ich habe es natürlich ganz recht nebenher mal geguckt, was Google auswirft, wenn man das tatsächlich eingibt. Frauen können. Da taucht es auf nicht malen und dann kommt das Wort Aha auf 37 verschiedene Arten betonen. Finde ich auch ganz spannend. Autofahren war jetzt nicht dabei, aber das mag sicherlich die geänderte Datenlage abbilden. Okay, Peter, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle. Normalerweise würde ich dir jetzt gern eine schöne Flasche Wein überreichen. Das kann ich jetzt nicht machen, aber ich verspreche dir, das holen wir nach. Wir haben ja schon gesagt, wenn die Zeit wieder zulässt, dann werden wir uns sicherlich auch mal wieder persönlich sehen können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für diesen unheimlich lebendigen Vortrag, das auch in diesem Format funktioniert. Man merkt, auch du machst es nicht zum ersten Mal. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Hartmut, dass du uns so souverän mit der Plattform hier unterstützt hast, das Management hier der Teilnehmer gehalten hast. Und ich habe nebenbei gehört, das weiß ich gar nicht, ob das KI ist oder einfach nur Daten überwachen, dass wohl die Aufmerksamkeitsquote, sowas gibt es tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht, der Teilnehmer extrem hoch war. Also wer beschäftigt, also ich habe jetzt wahrscheinlich weniger gehabt als 100%, weil ich nebenher gegoogelt habe, aber die war auch extrem hoch, was vielleicht für dich, Peter, auch nochmal ein Feedback ist, also das spricht auch dafür bei einer Aufmerksamkeitsquote von über 90%, dass da sehr, sehr wenig nebenher gemacht worden ist und du die Leute auf jeden Fall wunderbar, glaube ich, auch mitgenommen. Für alle nochmal, wir werden im Nachgang, wie gesagt, die Aufzeichnung auch nochmal zur Verfügung stellen
Und ansonsten, deine Kontaktdaten sind ja in den Unterlagen mit drin. Wenn da jemand noch Bedarf hat, denke ich auch mal was zu vertiefen mit dir, auf das eine andere Thema noch mal tiefer einzugehen oder vielleicht auch dazu möchte. Ich glaube, da ist es legitim, dich dann auch direkt anzusprechen. Dann ganz herzlichen Dank, Peter. Ganz herzlichen Dank, Hartmut. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die unser Experiment heute mitgemacht haben. Wir freuen uns natürlich sehr auch auf eine Rückmeldung, wie das bei Ihnen angekommen ist, wie Sie das Format empfunden haben. Gerne auch natürlich Vorschläge, Anregungen, was wir anders besser machen können beim nächsten Mal. Wir bereiten tatsächlich schon ein weiteres Webinar vor. Mal gucken, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das ist dann eher Corona-nah. Da sind wir gerade überlegen, ob wir zum Thema Best Practice im Umgang mit der Krise bei Unternehmen mal als Thema nehmen können, was viel, glaube ich, konkreter, pfiffiger, aktueller für Sie vielleicht auch eine Rolle spielen als die spannende Frage, wie ich mit KI zukünftig umgehen kann. Von daher hoffen wir mal, dass wir das auch aufgesetzt bekommen und dann in einem ähnlichen Format wieder durchführen können. Herzlichen Dank an alle. Einen schönen Abend und bleibt Sie gesund. Tschüss. Schönen Abend, herzliche Grüße. Tschüss. Guten Abend, tschüss.